Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einer weiteren Folge von Grow Up auf meinem Kanal. Und zwar ist die letzte Folge jetzt schon einige Tage her, vielleicht sogar schon einige Wochen. Und heute starten wir wieder durch mit einer weiteren Folge von Grow Up. Und zwar ist in der letzten Folge auch einiges passiert. Zumal hattet ihr eine Umfrage, und zwar seht ihr das hier, wir haben zwei akzeptierte Angebote zur Ausleihe, und zwar einmal bezüglich Marcus Rashford und dann noch bezüglich Timothy Fosu-Mensah. Und ja, ihr konntet abstimmen, welchen der beiden Spieler sollen wir annehmen, welchen der beiden Spieler sollen wir ablehnen, und ihr habt euch dann letztendlich dafür entschieden, dass wir Marcus Rashford annehmen und Fosu-Mensah erstmal ablehnen, und genauso werden wir es machen. Wir sind allerdings im Sturm natürlich sehr, sehr breit aufgestellt, das muss man dazu sagen. Ich denke mal, vielleicht wäre ein ZDM die bessere Wahl gewesen, aber ihr habt auf jeden Fall entschieden, wir sind jetzt ziemlich breit im Sturm aufgestellt. Wir haben ja auch im Sturm schon einen Gabriel Jesus und vielleicht demnächst auch einen Mbappé Lutin. Und dann wird es da sehr, sehr eng im Sturm. Rashford mit der 79 kommt da jetzt derzeit nicht ran, könnte aber auf die Position von Kalou springen. Und ich denke mal, so werden wir es auch erstmal machen. Gut, das heißt, der erste neue Spieler für diese Transferphase ist schon mal in unserem Team. Monaco nimmt das Angebot für Marvin Plattenhahn an, 14 Millionen, und ja, vielleicht können wir uns davon wirklich unseren neuen Wunschstürmer kaufen, und zwar wäre das Mbappé Lutin. Ich hoffe einfach mal, dass wir den für 14 Millionen kriegen, beziehungsweise nachher haben wir wahrscheinlich 11,5 oder so nur, die wir aufs Konto überwiesen bekommen, aber das wäre trotzdem eine ordentliche Summe, und ich hoffe, dass wir uns ihn dafür leisten können. Okay, der portugiesische Club möchte anscheinend Salomon Kalou nicht haben. Der Grund ist, er möchte derzeit nicht umziehen. Vielen, vielen Dank dafür, aber wir haben einen Spieler verkauft, und zwar Santi Mina wechselt zu Olympique Lyon, und das heißt natürlich, wir müssen uns auf dieser Position beziehungsweise erstmal bei Olympique Lyon verstärken, und dann schauen wir einfach mal, was wir für 28,5 bei Olympique Lyon bekommen können. Einer der meiner Meinung nach interessantesten Spieler sollte hier Corentin Tolisso sein, und zwar werden wir ihn einfach mal versuchen irgendwie zu bekommen. Wie gesagt, wir haben 28,5 Millionen Transferbudget, wir bieten einfach erstmal 20 Millionen, dann schauen wir mal, was Olympique Lyon darauf antworten wird, und dann werden wir weitersehen, ob wir uns mit ihm verstärken werden oder dann doch vielleicht irgendwie in eine andere Richtung gehen, denn wenn der nachher zu teuer ist, dann müssen wir da natürlich irgendeine Ausweichmöglichkeit haben. Erstmal ist allerdings der nächste Spieler verkauft, und zwar Marvin Plattenhardt. Der wird sich AS Monaco anschließen, und das bedeutet natürlich, wir können uns bei AS Monaco einkaufen, und zwar wäre da, wie gesagt, Mbappé Lutin der interessanteste Spieler, nur die Frage ist, spielt er da überhaupt noch, und kriegen wir den für 10,5 Millionen? Gut, er spielt auf jeden Fall noch hier, und zwar fangen wir einfach mal an mit einem, ja, ich sag mal, etwas niedrigem Angebot, 5 Millionen. Wie gesagt, wir können noch auf das Doppelte hinausgehen, und deswegen denke ich, passt das erstmal so, wäre auf jeden Fall der interessanteste Spieler, den man für 10 Millionen bekommen kann. Und hat auf jeden Fall auch noch ein ordentliches Potenzial vor sich. Also bei dem bin ich auf jeden Fall gespannt, wie der sich weiterhin entwickeln wird. Und ich hoffe mal, dass wir den auch bekommen für diese Summe. Olympique Lyon nimmt das Angebot von 20 Millionen für Tolisso an. Das wundert mich jetzt schon ein bisschen. Ich hätte wetten können, dass sie da noch mehr haben wollen. Denn laut meinen Informationen hat er allein einen Marktwert von 24 Millionen. Das kann ich unbedingt stimmen, aber so hätten wir jetzt, glaube ich, noch 8,5 Millionen übrig. Und ich habe natürlich direkt geguckt, was können wir vielleicht mit diesen 8 Millionen machen. Erstmal im Sturm sind wir eigentlich ziemlich breit aufgestellt. Das heißt, das war jetzt nicht unbedingt meine erste Intention. Aber in der Innenverteidigung könnten sie einen interessanten Mann haben, wenn er noch da ist. Aber doch, da haben wir ihn. Emmanuel Mamana. Der wäre da auf jeden Fall interessant. Wie gesagt, wir haben jetzt noch 8,5 Millionen. Das heißt, wir bieten einfach auch die 8,5 Millionen. Denn für den Rest, wenn wir noch 500.000 übrig haben nachher, mit diesem Geld können wir sowieso nichts anfangen. Deswegen 8,5 Millionen haben wir da einfach mal auf den Tisch. Und dann wäre der zweite interessante Spieler Lukas. Wo haben wir ihn? Lukas Toussaint. Und der könnte auch nochmal ganz interessant sein. Ebenso auf der ZM-Position unterwegs wie Tolisso. Aber vielleicht können wir uns mit ihm noch verstärken. Ich hoffe einfach mal,
eins der beiden Angebote wird angenommen und dann wären wir eigentlich ganz gut im Rennen. Okay, Tolisso möchte das derzeit noch nicht annehmen, aber wir können da auf jeden Fall nochmal ein bisschen in die Höhe gehen. Wie gesagt, beim Gehalt sollten wir ordentlich was übrig haben. 5 Jahre, dann noch eine Torprämie obendrauf. Come on, so wirst du das Angebot hoffentlich annehmen. Denn wir gehen da jetzt langsam schon in Regionen, dass du das Doppelte verdienst wie derzeit bei Olympique Lyon. Und ich dachte gerade eben schon, wir haben bei AS Monaco schon 10 Millionen geboten, aber wir waren erst bei 6 oder sowas, ich weiß es nicht, aber bei 5 sogar. Und Monaco möchte gerne 8 Millionen haben, das heißt, wir gehen auf die 7 und dann hätten wir noch 3,5 für vielleicht einen weiteren Spieler. Leider möchte Olympique Lyon für Emmanuel Mamana 10,5 und das ist mir leider ein bisschen zu viel. Das heißt, vielleicht gucken wir da nochmal, ob wir da irgendjemand anderen kriegen. Und wir haben ein Transferangebot für Salomon Kalou, wieder die französische Liga. Wir haben jetzt schon AS Monaco, wir haben jetzt schon Olympique Lyon und jetzt kommt auch noch Lorient auf uns zu. Und ja, ich muss einfach mal schauen, was die für einen Kader haben, denn da kenne ich überhaupt keine Spieler. Gut, ihr seht gerade im Hintergrund, was sie so für Spieler haben. Und unser Keeper ist jetzt nicht mehr unbedingt der Jüngste und wir wollten uns sowieso dort verstärken. Deswegen kommt das ganz gut. Allerdings müssten wir da noch ein bisschen mehr rausholen und zwar irgendwie 17 Millionen oder sowas in der Art. Dann kriegen wir vielleicht 14,5 und dann hoffe ich, dass das Ganze klappt. Ich bin jetzt gerade sogar ziemlich unsicher. Ich glaube, wir haben ein bisschen zu niedrig gepokert. Aber Olympique Lyon nimmt das 8,5 Millionen Angebot für Lucas Toussaint an. Und damit haben wir den nächsten neuen Mann in unseren Reihen. 5 Jahre, wichtig für die erste Mannschaft, 30.000 Gehalt. Und jetzt warte ich nur noch sehnsüchtig auf Tolisso, der das endlich annehmen soll. Und dann noch Gabriel Jesus. Augsburg bietet 33,5, aber ja, tut mir leid, Augsburg, das nehmen wir nicht an. Ich muss mir auch gar nicht den Kader angucken, denn einen Upgrade zu Gabriel Jesus finden wir da auf keinen Fall. Und Monaco nimmt das Angebot für Mbappé Lotin an. Das heißt, eine nächste Karriere, wo wir diesen Mann am Start haben, ist derzeit wohl auch eines der größten Standardtalente überhaupt in der Karriere. Und in dieser Serie darf er natürlich nicht fehlen, weil das wirklich einer ist, der sich super entwickeln kann. Salomon Kalou. Sie gehen hoch auf die 15,5. Dann gehen wir selber auch noch ein bisschen hoch auf 17,5. Vielleicht einigen wir uns nachher bei ja 16,5 oder sowas. Und wir haben ein Angebot für Carlos Soler vom FC Bayern München. Und das ist wieder ein Club, der vielleicht interessant werden könnte. Und zwar hätte ich da Renato Sanchez im Fokus. Dafür müssen wir allerdings hier noch ordentlich was rausholen. Wir bieten einfach erstmal das Gegenangebot 20 Millionen für den FC Bayern München an. Ich denke mal, Renato Sanchez wäre da so die größte Überraschung. Und der Spieler, der uns am weitesten helfen würde, Toussaint und Tolisso, nehmen beide das Angebot direkt an. Das heißt, wir haben nichts mehr bei Olympique Lyon gut und sind da jetzt durch. Und dafür 2 neue, richtig starke zentrale Mittelfeldspieler. Und ja, da haben wir wieder den FIFA-Realismus am Start. Also Gabriel Jesus muss sich anscheinend Sorgen machen. Der Stürmer Gabriel Jesus muss sich ernsthaft Sorgen machen, weil wir einen ZM bzw. ZDM verpflichtet haben. Und das ist doch mal so unlogisch. Hier steht, die Neuverpflichtung von Corentin Tolisso scheint im Verein für einigen Wirbel zu sorgen. Die Gerüchte drehen sich vor allem um Gabriel Jesus, der in den Neuling eine ernsthafte Bedrohung sieht. Ja, wer denkt, dass Tolisso im Sturm spielen wird? Ja, Medien, da habt ihr es noch nicht ganz vielleicht verstanden, aber anscheinend ist er wirklich ein Schnäppchen gewesen und zwar steht hier im Fokus der Medien steht zurzeit der Wechsel des bisherigen Olympique Lyon Spielers Corentin Tolisso zur Hertha BSC Mannschaft für eine geschätzte Ablösesumme von nur 20 Millionen. Das heißt, wir haben da anscheinend wirklich ein Schnäppchen gemacht und ja, das freut mich natürlich. Wir schauen uns direkt mal gemeinsam einmal den Marktwert an, aber wenn wir dann ein Schnäppchen gemacht haben, dann sollte er mehr wert sein als 20 Millionen und er hat einfach einen Marktwert von 31,5. Also da haben wir wirklich ein richtig krasses Schnäppchen gemacht. Mich wundert, dass wir den überhaupt bekommen haben jetzt. Wenn ich das so sehe, eigentlich hätten wir den für 28,5 nicht bekommen müssen, sondern erst ab, ich schätze mal so 40 Millionen. Und da Carlos Soler, ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe, aber da der sich auf jeden Fall dem FC Bayern München anschließt, hauen wir den direkt aus dem Training raus. Warum braucht er Training, wenn er jetzt sowieso für 20 Millionen zum FC Bayern München wechselt? Deswegen Tolisso rein, wir dürfen trainieren bis zur 85 und deswegen hauen wir Tolisso jetzt schnell auf die 85 hoch. Ich denke mal, das wird nicht allzu lange dauern, denn
Ja, der hat so geil ausgeglichene Werte. Das könnte wirklich ein Spieler sein, der sich da extrem schnell hinentwickelt. Und deswegen kommt er ins Training und könnte dann wirklich einer der größten Stützen sein in unserem Verein. Und das für gerade mal 20 Millionen. Hier ist Soler angenommen, auch für 20 Millionen. Genauso teuer wie Tolisso. Und Kalou für 17,5 zu Lorient. Und ja, 17 wollten sie nicht annehmen. Dann haben sie auch selber Schuld. Und Mbappé Loton nimmt das Angebot ebenfalls an. Das heißt, hier haben wir nochmal einen neuen Mann von Monaco. Und zwar wechselt er für 7 Millionen zu uns. Das freut mich. Und wir haben noch ein neues Transferangebot. Aber erstmal hier, das können wir durchhauen. Und dann ein Transferangebot von Terek Grosny. Okay, ich bin jetzt eigentlich mit den 17,5 für Salomon Kalou zufrieden, deswegen lehne ich das direkt ab. Und ja, dann denke ich auch schon, dass es das für diese Folge gewesen ist. In der nächsten Folge geht es natürlich weiter, direkt in dieser Transferphase, falls Bayern das Ganze annimmt. Und falls ihr vielleicht eine bessere Alternative für Kalou habt oder vielleicht noch einen Tipp, was wir mit 3,5 Millionen bei Monaco anfangen können, dann schreibt es mir natürlich gerne in die Kommentare. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch diese Folge von Grow Up gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.